Hallo Balke und herzlich willkommen zu Velo Total TV. Neulich waren wir bei der Produktpräsentation von Shimano und der dortige Marketingleiter Harald Trost erklärt uns nun die neuen Cyclocross-Komponenten. Beitrag ab. Ich zeige Ihnen gerne die neue Cyclocross-Teile von Shimano für 2011. Hier ist die neue Kugel, speziell für Cyclocross. Mit einer neuen Übersetzung von Kettenblättern von 46, 36 Zähne, speziell für Cyclocross-Bereich. Die Farbe ist, wir nennen das Ice Gray, in einer graue Farbe, geeignet zu kombinieren mit der neuen Farbe von Ultegra. Dazu haben wir auch neue Caliperbremsen, speziell für Cyclocross-Bereich. Danke Harald für die ganzen Informationen. Diese ganzen Teile sind übrigens auch bei uns mittlerweile in der Redaktion und darüber könnt ihr in Kürze einen ausführlichen Bericht sehen. Wir machen jetzt weiter mit unserem Bike-Check und dabei haben wir ein Mountainbike von der Marke Univega genau unter die Lupe genommen. Bericht ab. Univega Alpina HT LTD. Univega ist zweifelsohne einer der besten Anbieter für Leute, die einen vernünftigen Einstieg in den Mountainbikesport suchen. Die Marke ist bekannt für ihr phänomenales Preis-Leistungs-Verhältnis. Schon Markengründer Ben Levy war ein Verfechter robuster, bezahlbarer Räder mit innovativer Technik. Geradezu ein Musterbeispiel ist unser hier gezeigtes Alpina HT LTD. Für mehr als faire 999 Euro bekommt man hier etwas echt Rassiges, mit dem man auch auf der Rennstrecke eine gute Figur machen kann. Technischer Blickfang an dem in schwarz-weiß-rot schick durchgesalten Haarteil ist die neue 30-Gang XT-Schaltung von Shimano, die für jede Geländelage die richtige Drehzahl parat hat. Zusätzlich hervorheben sollte man aber auch andere Extras, wie zum Beispiel den auf satte Steifigkeit und lange Lebensdauer getrimmten Rahmen mit seinen belastungsoptimierten Rohren durch das sogenannte Mega Dome Tubing. Die für Topfunktion geschlossenen und durchdacht verlegten Züge, den Blockierhebel am Lenker für die Federgabel, und die ab Werk montierten Lenkerhörnchen. Das Alpina HT LTD ist in den 3 Monaten, die wir schon damit fahren, kontinuierlich besser geworden. Die RockShox Reber RL spricht sehr fein an, die Tektro Draco bremst gefühlvoll bis schnappig und die XT rastet satt und sauber in ihre Gänge. Man sitzt auf angenehme Weise sportlich auf dem Bike, das sich im Fahrverhalten sehr ausgewogen neutral zeigt. Die knapp 12 Kilo Gewicht sind für ein Rad dieser Preisklasse ganz in Ordnung, zumal es sich über die stabilen Laufräder flott beschleunigen lässt. Wobei die gripfreudige Nobby-Nick-Bereifung schnell unmissverständlich zu verstehen gibt, dass sie sich in erster Linie im Gelände wohlfühlt. Fazit? Ebenso zuverlässige wie innovative Technik an einem unverwüstlichen Rahmen, ausgewogene Fahreigenschaften, schickes Design und ein höchst attraktiver Preis, schnell zugreifen. So, hallo liebe Biker, das war gerade der Test mit dem neuen Univega Mountainbike. Ich finde, der geht ganz schön ab wie eine Rakete, oder nicht? Ich habe jetzt hier den Heiko sitzen, stellvertretender Redakteur hier im Hause von Velo Total. Und er möchte uns nun den neuen Synchros Carbon Sattel vorstellen. Heiko, wenn du uns bitte mal kurz erklären würdest. Das ist jetzt der neue Marathon- und Cross-Country-Sattel von Synchros. Der besitzt eine gepolsterte Sitzdecke, die also auch für Komfort sorgen soll. Im oberen Bereich sehen wir hier noch eine kleine Kuhle, die den Dammbereich entlasten soll und vor Durchblutungsstörungen schützen soll. Also das heißt, wenn ich jetzt quasi als normaler Alltagssportler einen einigermaßen guten Sattel brauche, dann würde der schon also kommen. Der ist jetzt tatsächlich eher für den Rennsport gedacht. Wir sehen jetzt hier auch an der Unterseite, der hat also ein Carbongestänge, das das Gewicht auf leichte 168 Gramm trimmt.
Und der Sattel schlägt mit 189 Euro zu Buche. Du hast ihn jetzt ja einmal in Weiß mitgebracht. Gibt es den eventuell auch noch in anderen Farben? Der ist in Weiß und in Schwarz erhältlich. Okay, liebe Leute, das war's dann heute. Ich hoffe, ihr habt euch interessante Informationen holen können. Das Wetter wird ja jetzt immer schöner. Also würde ich mal sagen, schnappt euch die Räder und raus mit euch. Bis bald. Tschüss. Halt! Eine Sache hätte ich da noch. Apropos Syncross. Wo bietet es sich besser an, den neuen Syncross FL Carbon Sattel auf Herz und Nieren zu prüfen, als bei der Syncross Marathon Man Serie? Europas größte Marathonserie vereint in diesem Jahr erstmalig die Rocky Mountain Serie und die ursprüngliche Marathon Man Europe Serie. Los geht's am 30. April beim Bike Festival am Gardasee. Weitere Stationen der Rennserie sind das Bike Festival Willingen, der Malleville Cup in Jablonec in Tschechien, die Salzkammergut Trophy in Österreich und der Erzgebirgs-Bike-Marathon in Seifen. Noch bis zum 15. April kann man sich zu einem vergünstigten Startgeld anmelden. Infos und Anmeldung unter www.marathonmaneurope.com. So, jetzt aber genug von mir, ab auf eure Kiste und endlich raus in den Frühling. Ciao.